Warum Feminismus nicht funktioniert. Da bin ich ja mal gespannt, Digi. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Erstes Kürzere, denn in der Kürze liegt die Würze. Okay, Free Spirit sagt erstes Kurze, dann ziehen wir uns erstes Kurze rein. Francesco, it in, man. Du weißt ja ganz genau, wie das läuft. Und zwar reagieren wir jetzt auf das Video von Maestro, warum Feminismus nicht funktioniert. Da bin ich ja mal gespannt, Digi. Gespannt wie so ein Flitzebogen. Neun Video. Und es ist mal wieder Zeit für ein kontroverses Thema, wo sehr viele in den Kommentaren sagen, gib mir die Kontroversie-Vibes, man. Was redest du da für eine Scheiße? Und wo wahrscheinlich auch sehr viele schreiben werden, ey Bro, du redest mir gerade aus der Seele. Erstmal, wie komme ich überhaupt zu dem Thema Feminismus? Also, an erster Stelle. Mir sogar wird manchmal vorgeworfen, frauenfeindlich zu sein. Wenn du jetzt denkst, hey, what the fuck? Dann denkst du genauso wie ich. Wenn du denkst, ja, das bist du auch, dann guck dieses Video ganz besonders und kommentier am Ende. Denn ich möchte wirklich verstehen, wie jemand sowas behaupten kann. So. An erster Stelle, an alle meine Bres. Maestro, der kleine Frauenfeind, oder was? Lass mal einmal zusammenhalten, denn ich weiß nicht, ob YouTube mich nach diesem Video versuchen wird zu canceln. Aber ich denke, dass Feminismus, so wie es praktiziert wird heutzutage, absolut falsch ist. Ich erkläre euch jetzt auch, warum. Fühle ich. Ich sage nicht, Feminismus ist falsch. Ich sage so, wie es praktiziert wird tatsächlich. So, erstmal die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Seines Wahlen, seines Rechte, seines Gehälter. Finde ich top, finde ich super, finde ich gut. Sollten wir auch so machen. Ich denke, es sollte von der Leistung abhängen, wie viel du verdienst. Und überhaupt nicht vom Geschlecht. Ich denke, jeder Mensch sollte die gleichen Rechte haben, egal ob Mann oder Frau. Und ich denke, niemand sollte benachteiligt werden. Und jetzt kommt es zu einem Sehe ich genauso. Chat, was sagt ihr dazu? Feminismus L oder W? Punkt. Ich rede jetzt nicht von den Theorien, die im Internet kursieren. Ich rede auch nicht von der Ansicht von bestimmten Menschen, die noch nie eine funktionierende Beziehung geführt haben oder die vielleicht an die falschen Personen gekommen sind. Sondern ich rede von wirklich dem Großteil der Gesellschaft. Von sagen wir mal 90% aufwärts. Wenn du eine Frau fragst und sagst, würdest du wollen, dass dein Mann mindestens so viel verdient wie du, im besten Fall sogar deutlich mehr, würde die Frau sagen, ja, mein Mann soll die Familie ernähren können. Jetzt wird es einige geben, die sagen, nein, sehe ich nicht so. Hold on, auf euch komme ich am Ende. Wait a minute. Zu sprechen. Punkt Nummer 2. Wenn Mann und Frau unterwegs sind, jemand bedroht das Pärchen. Jemand will die Also, erster Punkt war Verdienst. Grundsätzlich hat er gesagt, dass Frauen gerne möchten, dass der Mann mehr verdient. Würde ich auch so zustimmen. Normalerweise ist das so, dass Frauen das attraktiv finden oder gut finden, wenn der Mann ein bisschen mehr verdient als die Frau. So, das hat, glaube ich, auch biologische Hintergründe, Beschützerinstinkt. Ich möchte mich sicher fühlen, falls bei mir irgendwas passiert, dass mein Mann noch für uns sorgen kann. Diese ganzen Geschichten. Und ich glaube auch, dass es für einen Mann, biologisch gesehen, kennen wir ja alle, Männer kommen manchmal nicht damit klar, wenn die Frau mehr verdient, dann fühlen sie sich dabei nicht so gut. Auch wenn sie vielleicht gedacht haben, dass es cool ist, merken sie dann mit der Zeit, scheiße, irgendwie fühle ich mich in meiner Männlichkeit nicht mehr so wohl, wenn meine Frau quasi mehr Geld verdient. Rauben oder jemand begrapscht die Frau oder irgendwas. Würden über 90% der Frauen doch sagen, ich möchte, dass mein Mann in der Lage ist, mich zu schützen. Wenn dein Mann nicht in der Lage ist, klar, dann wirst du ihm jetzt nicht sagen, du bist ein Lappen, du kannst es nicht. Aber bevor man Aber du wirst es fühlen. Du wirst es vielleicht nicht sagen, aber du wirst es fühlen. Ob in eine Ehe reingeht, bevor man jemanden kennenlernt, ist das doch so, wenn man dich fragen würde, wenn du dir einen Mann vorstellen würdest, potenziell, wäre das eine gute Eigenschaft? Würdest du das wollen, dass er körperlich stark wäre, dich verteidigen zu können und deine Familie? Würde ein Großteil ja sagen. Aber es geht noch weiter. In vielen Beziehungen ist es doch folgendermaßen. Das, was Das Ding ist, was ich heutzutage das Gefühl habe, ist, dass viele Frauen das noch fühlen, aber nicht mehr sagen, weil sie denken, dass man das nicht mehr sagen kann, beziehungsweise, dass sie dann irgendwie weniger wert sind oder sich selber schmälern, wenn sie sagen, dass sie gerne einen Mann hätten, der sie verteidigen kann. Ich habe eine Umfrage gemacht, die habe ich noch nicht geschnitten und hochgeladen. Ich werde die vielleicht in Teilen auf meinem Highlight-Kanal hochladen. Das ist der Kanal, auf den ich mich auch gerade konzentriere. Da habe ich mit ein paar Frauen geredet. Die eine hat so gesagt, die andere hat so gesagt. Da gab es aber auch Mädels, die gesagt haben, dafür haben wir doch die Polizei. So, und da ist die Frage halt von meiner Seite, ob die das wirklich so fühlt oder ob die einfach nur halt so krass schon geprägt wurde von dem Feminismus, dass sie das einfach so sagt, weil sie nicht mehr so dargestellt werden will, als ob sie einen Mann braucht. Ich glaube, das ist das,
wo viele Frauen heutzutage Probleme mit haben, beziehungsweise was ihnen eingeredet wird, du brauchst keinen Mann, du kannst alles selber, du brauchst es nicht. Und dadurch halt Frauen leider immer mehr in diese Richtung gehen, das wirklich denken und sagen, ich brauche keinen Mann und dann irgendwie einsam sind, alleine sind irgendwann später, weil es kann sein, dass du jetzt mit 24, 25 noch irgendwie gut im Saft stehst, eine gute Karriere hast und sagst, ich brauche keinen Mann, aber irgendwann wünscht sich doch jeder eine Familie, ein Kind und irgendwie, ja, eine Familie einfach so. Das ist doch in der Natur der Sache, dafür sind wir Menschen doch da, finde ich. Um ein neues Leben zu kreieren, was bleibt, wenn wir gehen? Typ verdient, das ist gemeinschaftliches Geld. Der Typ bezahlt vieles und das ist völlig in Ordnung. Was sie verdient, ist ihr Geld. Es ist doch oft so. Schreibt es in die Kommentare, wenn es bei euch... Jetzt schreibt gerade einer im Chat, das muss ich kurz hier mit aufnehmen, man braucht aber keinen Mann für eine Familie. Hä? Wie jetzt? Man braucht Frau und Mann, Bruderherz. In meiner Welt. Anders ist. Aber das ist das, was ich überall gesehen habe. Ich habe es immer wieder so erlebt und ich finde es auch gar nicht schlecht. Aber es ist genau so, dass das, was der Mann erwirtschaftet, das ist da, um die Familie aufrechtzuerhalten und, ne? Und was die Frau erwirtschaftet, geht in ihre Tasche, sie kann damit machen, was sie will. Ist oftmals so. So, das heißt, es gibt sowieso keine Gleichheit. Das ist keine Waage, das ist keine Balance. In einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft ist es so, dass Verantwortung verlangt wird vom Mann, dass er gut Geld verdient, dass er seine Familie unterstützen kann. Okay, da muss ich leicht so... Ja, ist das so? Weiß nicht. Also ich kenne auch Familien, wo die das Geld zusammenschmeißen natürlich, um die Familie zu ernähren. Habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Hat er gerade gesagt, dass... Der Mann dann die Rechnungen zahlt und sich um alles kümmert und die Frau das Geld für sich und ihren Spaß nimmt. Schreibt's in die Kommentare, ist es doch folgendermaßen. So. Würde ein Großteil ja sagen. Aber es geht noch weiter. In vielen Beziehungen ist es doch folgendermaßen. Das, was der Typ verdient, das ist gemeinschaftliches Geld. Der Typ bezahlt vieles und das ist völlig in Ordnung. Was sie verdient, ist ihr Geld. Es ist doch oft so. Schreibt's in die Kommentare. Ist öfter, also gibt es bestimmt Fälle, aber ich kenne auch Fälle, wo die das Geld zusammenschmeißen, weil es einfach heutzutage auch nicht mehr richtig möglich ist für einen Mann, eine ganze Familie zu unterhalten. Das Geld muss quasi zusammengeschmissen werden, damit überhaupt alles bezahlt werden kann und so. Weißt du? Wenn es bei euch anders ist. Aber das ist das, was ich überall gesehen habe. Ich habe es immer wieder so erlebt und ich finde es auch gar nicht schlecht. Aber es ist genau so, dass das, was der Mann erwirtschaftet, das ist da, um die Familie aufrechtzuerhalten und, ne? Und was die Frau erwirtschaftet, geht in ihre Tasche, sie kann damit machen, was sie will. Ist oftmals so. So, das heißt, es gibt sowieso keine Gleichheit. Das ist keine Waage, das ist keine Balance. In einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft ist es so, dass Verantwortung verlangt wird vom Mann, dass er gut Geld verdient, dass er seine Familie unterstützen kann, dass er seine Familie schützen kann, dass er sich selbst zurückstellt und viele weitere Sachen. So denke ich halt auch, wo ich damals eine Freundin hatte, die hat auch Geld verdient und Geld gehabt, aber ich habe versucht, dann halt so viel wie möglich von den Dingen zu bezahlen, einfach weil es auch sich gut anfühlt als Mann, wenn du dich kümmerst, wenn du providest, wenn du dich darum kümmerst, dass deine Frau alles hat etc. und mit ihrem Geld auch ein bisschen mehr oder weniger anstellen kann, was sie möchte, fühlt sich halt einfach geil an als Mann, weil du dann dieser Beschützer bist, weil du der bist, von dem alles abhängig ist. Und das will ein Mann auch fühlen, damit er in seiner Maskulinität auch aufgeht. Wir brauchen das. Wir brauchen dieses Gefühl, dass wir kämpfen und dass wir Gas geben müssen, damit alles funktioniert. Das gibt uns Drive. Aber in einem anderen Atemzug wird immer von Gleichheit geredet. Es gibt aber keine Gleichheit. Ich möchte euch ein paar Beispiele bringen. Wenn Mann und Frau auf ein Date gehen und der Mann würde, wenn die Rechnung kommt, nicht sein Portemonnaie rausholen, gar nichts. Er würde erwarten, dass die Frau zahlt, ja? Wäre das cringe? Stell dir mal vor, der macht gar nichts. Der macht auch nicht mal eine Bewegung oder so. Er guckt einfach und für ihn ist das selbstverständlich, dass die Frau zahlt. Wäre das cringe? Wenn du ja sagst, dann frage ich mich, warum ist es nicht cringe, dass es gang und gäbe ist, dass der Mann zahlt. Oder anderes Beispiel. Stell dir vor, Mann wird ausgeraubt. Zwei Personen sind auf der Straße, Mann und Frau. Mann versteckt sich hinter der Frau, schubst die Frau nach vorne. Und damit meine ich jetzt nicht eine Frau, die Kampfsport macht, sondern so 0815, stinknormale Frau. Er schubst sie nach vorne, versteckt sich hinter... Pussy. Oder ein anderes Bild. Ein Gebäude, das brennt. Mann rettet sich raus, lässt die Frau zurück. Würdest du sagen, das Bild macht einen komischen Geschmack bei dir? Würdest du nicht automatisch sagen, was bist du für ein Mann? Das ist nämlich das Problem. Die Rolle, die der Mann heutzutage in der Gesellschaft hat. Uns wird doch von klein auf gesagt, du musst hart sein. Es gibt drei Worte, die mehr... Oh, der Bruder ist am Start, Langer. Bodo Schäfer, erinn mal, fuckers. ...wirkung auf dein Leben haben als irgendwelche anderen Worte. Und diese drei...
Bester Mann. Indianer kennt keinen Schmerz. Du darfst nicht weinen. Du darfst nicht schwach sein. Sei keine Memme. Wir werden doch von klein auf gedrillt, stark zu sein. Wir werden von klein auf gedrillt, Geld zu verdienen, Sachen zu schleppen, kräftig zu sein, immer auf die Zähne zu beißen, unsere psychischen Probleme gar niemandem zu erzählen, immer alles schön in uns reinzufressen. Was darin resultiert, dass 75% der Selbstmorde von Männern begangen werden. Das wird oftmals verschwiegen. 3/4 der Selbstmorde werden von Männern begangen. Die meisten Tote am Arbeitsplatz, Männer, weil der Arbeitsplatz bei Männern eben oftmals gefährlicher ist als der Arbeitsplatz bei einer Frau. Ich rede vom Bergbau, ich rede von Werken, Fabriken, ich rede von Baustellen, so viele verschiedene Berufe. Oder wenn etwas passiert, ein Schiff geht unter, dann ist es immer der Mann, der zurückbleibt. Von ihm wird es ja erwartet, weil er muss ja hart und er muss ja stark sein. Also wir halten fest, auch wenn es in diesen Kommentaren Leute gibt, die sagen werden, nö, mein Mann soll gar kein Geld verdienen, soll auch auf jeden Fall nicht so viel verdienen wie ich, muss nicht, kann auch gar nichts oder weniger verdienen. Mein Mann soll auch nicht stark sein, soll auch nicht auf seine Familie aufpassen können. Er muss auch nicht körperlich stark sein in Bezug auf Sachen schleppen, Sachen tragen oder sonst was. Ich übernehme diese Rolle sehr gerne, weil wir sind ja gleichberechtigt. Es mag sein, dass Menschen in diesen Kommentaren das behaupten werden, aber ich sage 90% aufwärts sehen es eben anders. Das liegt an der Rolle, die wir seit klein auf in unsere Gehirne reingehämmert bekommen. Und diese Rolle sieht eben sehr viele Felder vor, wo wir den Kürzeren ziehen als Mann. Und ich will gerade... Nicht nur eingetrichtert bekommen, das ist auch biologisch einfach, hat auch biologischen Hintergrund. Das ist in unserer DNA verankert teilweise. Ich will gar nicht sagen, dass das toll ist oder dass das gut ist. Aber ich möchte sagen, dass du als Mann in eine Ecke gedrängt wirst, ja. Du musst stark sein. Wenn du verkackst, bist du gleich ein Schwächling, ein Nichtsnutz, ein Jammerlappen oder sonst was. Du wirst gedrillt, hart zu sein. Du wirst gedrillt, für deine Familie da zu sein. Du wirst gedrillt drauf, alles zu bezahlen, alles zu versorgen, alles zu machen, okay? Stark zu sein. Wenn du dann... Gehört dazu, Bro. Dass du aufgrund dieser Mehrbelastung, dass du aufgrund dieser Mehrverantwortung, dass du aufgrund dieser Aufopferung, dass du eben stirbst, wenn das Schiff untergeht, dass du eben im Schnitt 5 Jahre weniger lebst als Frauen in Deutschland, muss man sich mal reinziehen. Als Folge auch von den psychischen Krankheiten, die gar nicht erst entdeckt werden, weil Männer gar nicht über ihre psychischen Probleme reden, sondern eher über körperliche Probleme. Wenn du dann aufgrund dieser Stellung, die du hast, die dich oftmals benachteiligt, an der einen oder anderen Stelle einen Vorteil suchst, dann kriegst du sofort, nein, kriegst den Stempel aufgedrückt. Dann ist es toxische Maskulinität, wenn du deiner Frau sagst, der... Toxisch mit Herz, meine lieben Freunde. Weil du dir denkst, ich habe keinen Bock, mich gleich zu prügeln. Ich habe keinen Bock, dass mich vielleicht jemand messert. Ich habe keinen Bock, dass ich vielleicht im Koma liege oder abkratze. Dann ist es toxische Maskulinität, wenn du dir den ganzen Tag auf der Arbeit den Arsch aufreißt, damit du deine Familie ernähren kannst, du hundemüde nach 15 Stunden Arbeit nach Hause kommst, deine Füße aufs Sofa legst und dann nicht beim Haushalt mithilfst. Dann bist du gleich ein toxisches A-Punkt-Punkt-Punkt. Und dieser ganze Druck von der Gesellschaft, immer stark, immer hart zu sein, immer der Beste zu sein, immer in einem Wettkampf mit jedem zu stehen, auch unter deinen Freunden, niemals Gefühle zeigen zu können, der führt dazu, dass enormer Stress sich in dir aufbaut. Und den kannst du nicht mit Umarmungen abbauen, wie es Frauen können. Wissenschaftlich nachgewiesen, der Mann kann es nicht durch eine Umarmung abbauen. Wahrscheinlich, weil es dem... Geht. Man kann schon ein bisschen mit Liebe auf jeden Fall das abbauen. Rollenbild nicht entspricht. Und dieser Stress führt dann zu Aggressionen gegen sich selbst und vielleicht auch gegen deine Mitmenschen. Und das führt zu einem ewigen Kreislauf. Ich denke, wir brauchen keine feministische Bewegung. Ich denke, wir brauchen einen gültigen und guten Konsens. Denn es gibt durchaus Frauen, die sagen, ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte die Kinder hüten, ich möchte das machen, was mir auch biologisch leichter fällt. Zum Beispiel stillen. Ein Mann kann nicht stillen, eine Frau kann stillen. Dass die Frau nach der Geburt in den ersten Wochen und Monaten sich um das Kind kümmert, hat sehr viele Vorteile. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, Haushalt zu schmeißen ist nicht nur ein Fulltime-Job, das sind 2 Fulltime-Jobs, wenn auch noch Kinder involviert sind. Das ist so eine große Aufgabe. Ich checke auch nicht, warum das mal wieder klein geredet wird. Ich sag nicht, Frauen sollen zu Hause bleiben, aber der Konsens ist wichtig. Ich schwöre, also die Hausfrau sollte auf jeden Fall mehr anerkannt sein in der Gesellschaft generell. Damals auch schon, heute immer noch. Ich finde, das ist ein Riesenjob, das ist eine Riesenbürde, die man da auf sich nimmt und muss brutal respektiert werden. Also ich habe so einen heftigen Respekt vor einer Frau, die sagt, ich kümmere mich um den Haushalt, ich kümmere mich um die Kinder, ich kümmere mich darum, dass alles gut ist, dass gute Vibes herrschen, dass ein guter Spirit im Haus ist, so. Das ist viel zu klein geredet mit der Zeit. Weißt du, was ich meine? So, nein, du musst auch Karriere machen, weil als Hausfrau bist du weniger wert als eine Businessfrau, die voll die krasse Karriere macht. Ist nicht so.
Ist nicht so, in meinen Augen. Aber für diesen Konsens brauchen wir keinen Feminismus. Für diesen Konsens brauchen wir Respekt, brauchen wir Logik und gegenseitige Aufmerksamkeit. Ich bin auch der Meinung, dass wir vielleicht mal Feminismus brauchten, weißt du? Das war mal wichtig, um gewisse Dinge aufzulösen. Wie zum Beispiel, dass Frauen nicht wählen dürfen, kein Auto fahren dürfen, nicht arbeiten gehen dürfen, nicht studieren dürfen oder in die Schule gehen dürfen. Diese ganzen Sachen mussten aufgebrochen werden. Wichtig und richtig auch. Aber das Ding hat Überhand genommen. Es ist nicht mehr nötig, so krass zu kämpfen. Das geht jetzt gerade dann, das hat dann irgendwann diesen Sweet Spot erreicht, wo es vom Positiv ins Negative reingegangen ist und auf einmal nur noch ein Kampf gegen Männer anscheinend stattfindet. Weißt du, was ich meine so? Dass du einfach nicht mehr Mann sein darfst. Das ist ja heutzutage so der Film. Wenn du ein Mann bist, bist du toxisch. Nicht, wenn du übertrieben deine Rolle spielst und dann auch irgendwelche Dinge tust, die einfach nicht korrekt sind, nicht cool sind, nicht respektvoll sind. Das ist toxisch, ja, aber heutzutage ist ja das normale Mannsein. Wenn du Eier in der Hose hast und Dinge so sagst, wie du sie denkst und aussprichst, was zur Maskulinität und zum Mannsein dazugehört, bist du toxisch und das ist eine negative Entwicklung. Wenn du einen Menschen triffst, frag ihn, wie stellst du dir eine Ehe vor? Wie stellst du dir eine Partnerschaft vor? Wenn das in deine Vorstellung passt, perfekt, wenn nicht, dann nicht. Es zwingt dich ja niemand, mit so einer Person zusammen zu sein. Aber wir sind leider in einer Zeit angekommen, wo der Mann das letzte Übel ist. Er ist der toxisch-maskuline, der aggressive, der sexistische Unterdrücker, der immer nur nach seinen Trieben handelt und sonst was. Wir werden so richtig als Monster dargestellt heutzutage. Und ich denke, das ist nicht richtig. Dieses Bild, was wir haben, haben wir gemeinschaftlich in den letzten Jahren aufgebaut. Ein Teil der Frauenwelt möchte aus dem klassischen Bild der Frau, was geschaffen worden ist, ausbrechen. Drückt sich raus aus der Position nach oben und beim Rausdrücken aus der Position, raus aus dieser Rolle, der Mann aber immer tiefer in die Rolle reingedrückt. Denn am Ende läuft es immer wieder auf dasselbe hinaus. Sein Geld ist unser Geld und ihr Geld ist ihr Geld. Mit den Worten, benutzt bitte euer Gehirn. Eure krass. Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Ich wollte nochmal zum Thema Gleichheit auf jeden Fall was sagen. So, weil ich finde auf jeden Fall, dass wir menschlich gesehen natürlich oft gleich sind, den gleichen Wert haben als Menschen. Weißt du, was ich meine? So, equal, wir sind gleich. Aber wir sind von unserer Rolle her, beziehungsweise von dem, was auch in unserer DNA geschrieben ist, einfach nicht gleich. Männer funktionieren einfach auch anders als Frauen. Männer denken anders. Bro, wir haben so viele Unterschiede allein in der Biologie, dass man nicht sagen kann, dass wir in allen Hinsichten gleich sind. Und das wird halt versucht zu tun, dass wir überall in jeder Hinsicht gleichgestellt werden. Das ist es halt nicht. Finde ich halt nicht. Und es ist auch nicht so. Es ist ja bewiesen. Cooles Video auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Ich fand das Video auch cool. Und ich sage dir halt, dass dieses ganze Ding, und das könnt ihr mir sagen, wie ihr wollt, dieses ganze Thema zwischen Mann und Frau ist natürlich schon länger ein Thema, aber dieser Andrew Tate hat dazu beigetragen, dass immer mehr Männer auch in der Öffentlichkeit sich trauen, über diese Dinge zu reden. Er ist derjenige, der das wirklich so nochmal auf einem Level viral gemacht hat. Der hat da so ein, Master Your Mind hat es gut gesagt in dem Talk auch, der hat einen Drachen geweckt, der schon lange in unserer Gesellschaft drinsteckt und der jetzt erwacht ist quasi und einfach dafür sorgt, dass es wieder alles ein bisschen mehr Gleichgewicht bekommt. So. Ich finde es auch sehr gut, wenn Frauen Bildung haben, wählen und so weiter. Ich finde auch, dass sie in Berufen als Erzieherin oder in der Schule in gewissen Bereichen unersetzbar sind. Aber es ist absolut falsch, in gewissen Bereichen in direkter Konkurrenz mit Männern stehen zu wollen. Ja, Mann. Und ich finde halt auch, was ich schon damals immer auch für mich gesagt habe, ist, Frauen sind ja generell so, dass sie sich auch gerne um Menschen kümmern und mehr so in diese sozialen Berufe reingehen, wo es halt um Menschen geht, wo es darum geht, sich um Menschen zu kümmern und so. Und ich finde auch, dass man vielleicht auch diesen Berufen auch ein bisschen mehr Wertschätzung geben sollte, weißt du? In Form von mehr verdienen etc., weil das ist halt wirklich, das sind Jobs, wo Menschen sich um Menschen kümmern und davon ist eine Gesellschaft auch irgendwo abhängig und da sollte man auch ein bisschen mehr Wertschätzung reinknallen, würde ich sagen. 99 Männer... Eine Frau, ein Kind nach einem Jahr, 99 Frauen, ein Mann, 99 Kinder nach einem Jahr. Deshalb müssen Männer in den Krieg.